Ja, wir wollen 100%, also machen wir 100%. So. Oh. Hier ist nur, sind zwei Planeten drin. Er sieht ein wenig aus wie ein Glatzkopf, den wir kennen. Wenn er sich aufregt, ja. Deswegen die rote Farbe. Trivaldi. Die Betankungsstationen des Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Trivaldi versorgen kommerzielle Raumschiffe bei ihrem Besuch des Systems mit Helium-3. Der Planet hat 9 bekannte Monde und viele kleinere Himmelskörper in seinen Ringen. Hinweis für Reisende. In letzter Zeit gab es mehrere Piratenüberfälle auf die Betankungsstation von Trivaldi. Die Täter sind bei den Behörden als auf der Flucht registriert. Von Reisen wird dorthin wird abgeraten. Genau, sagt Franzi. Ja, genau. Schön, dass wir uns da verstehen. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde. Sonde unterwegs. No. Sonde unterwegs. Abgebaut. Jo. Sehr schön. Tsching. Oh, da sind 3 Planeten drin. Ich habe eine Anomalie geortet. Sinmara. Surtos Mond Sinmara wird seit vielen Generationen zur Beobachtung des Heimatsterns Solvik benutzt. Er hat keine Atmosphäre, die die Observationstechnologien beeinflussen würden. Was sehr wichtig ist, denn es gibt in letzter Zeit Hinweise darauf, dass der Stern vorzeitig zu einem roten Giganten wird. Zur Vorbereitung des Tages wird die kritische Warnung gesendet. Wenn die kritische Warnung gesendet wird, hat der Extranet-Kanal von Sinmaras Forschungsstation oberste Priorität bei allen Kombaten des Systems. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass zu dem Zeitpunkt wegen der magnetischen Interferenz der Sonne noch Signale empfangen werden können, aber die Benutzung eines niedriger eingestuften Kanals erwies sich als politisch nicht durchsetzbar. Da leben 135 Lebewesen. Außerhalb des Magnetschilds. Sonde unterwegs. Nachstrahlung wahrscheinlich. Außerhalb des Magnetschilds. Katastrophale Solarstrahlung wahrscheinlich. Außerhalb des Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Planetenscan zeigen, dass die Kolonie auf Sinmara vor der gefährlichen Strahlung ihrer Sonne nicht geschützt ist. Fehlfunktion im Magnetschild der Kolonie entdeckt. Schild muss reaktiviert werden, damit die Kolonie nicht länger instabilen solaren Aktivitäten und damit der möglichen Vernichtung ausgesetzt ist. Kümmern wir uns gleich drum. Oh, das könnte Dennis' Planet sein. Starte Sonde. Komm nicht so viele Signale an. Aber ein bisschen schwer vom KP sind Starte wir doch alle. Sonde. Ne? Ein bisschen Interferenz muss sein. Sonst wäre es doch langweilig. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde.
kommt jetzt? Starte Sonde. Okay. Sonde wird gestartet. Sonde gestartet. No. So, abgebaut. Und ich guck weiter. Ach ja. Ein paar weniger, ein paar mehr. Ja. Sonst wäre es ja langweilig. So, wir landen mal. Muss man Hausschuh haben. Da müssen wir hin. Magnetschild aktivieren. Ich habe gerade im ersten Moment habe ich Menschenschild gelesen. Noch, Entschuldigung. Wir nehmen natürlich unsere Lieblingswaffe. Mit Sturmgewehr. Landung bitte. Ja. Oben runter. Ui, was ist das denn? Tierhasks? Kann das sein? Wir umgehen mal das System. Ah, okay, geht wieder runter. Kontrollschalter, Schildgenerator aktivieren. Geht nicht. Okay, wir müssen. Schild kann nicht aktiviert werden, weil Generator offline sind. Nein! Kühleinheit aktivieren geht nicht. Ach, hier, in der Mitte ist auch noch was. Wieder darüber. Oh, jetzt können wir das umgehen. Aha, aha, aha. Let's go. Ähnlich aus. Magnetschild wiederhergestellt. Kolonie auf Sinmera jetzt vor Katastrophen durch Solaraktivitäten geschützt. Belohnung in Credits von den Kolonisten auf Sinmera übermittelt. 56 Erfahrung und 7500 Credits. Okay. Jetzt gehen wir mal hier. Nein. Wir haben einen Geth im VI-Kern? Das beunruhigt mich aber schon ein wenig. Aber ich vertraue Ihrer Einschätzung der Lage, Commander. Klar. Das wäre ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Immer. Ich komme dann definitiv auch zu dir. So, wir haben Prototypen. Wo ist unser Energiegewebe? Hm. Wieso können wir das nicht upgraden? Nicht doof. Finde ich nicht gut. Aber wir müssen keine das andere noch kaufen, Sie, ne? Commander. Ich glaube, wir müssen auch das andere. Sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Oh. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen.
Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, sehr besser. Gut. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Oh, das ist schön. Gut, wir treffen uns dann beim Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Zu Befehl, Commander. Ich wollte jetzt eigentlich weiter erkunden. Wie mies. Wo geht's denn jetzt hin? Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh. Oh, Scheiße. Kollektoren. Wir verschwinden von hier. Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Oh, oh. Vom FFS? Warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Oh. Hä? Wie so? Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ein Joker. Hä, wie geil ist das denn? Wir halten es auf, so lange wir können. Oh nein. Und er ist doch so ein... Oh nein. Alter Schwede. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Er kann einfach vorbeilaufen. Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Nett. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Ja, klar. Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Oh, Alter. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Scheiße kann er nicht sagen. Doch. Ey, Joker ist super. Joker und Edie, das sind die geilsten. Das ist so ein gutes Team, ey. Eine KI und natürlich ein Mensch. Und er hat sich fast catchen lassen von dem Spruch. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben Sie mitgenommen. Oh. Oh, Scheiße.
Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Ich würde sagen, au. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Alter, okay. Es ist Joker alleine an Bord. Eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Oh. Ach, Joker. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Oh, mach den Kopf zu, Alter. Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox-Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Hä? Ich hab gehört, das soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Das ist doch mal ein... Sind Gerät nicht Crew? Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Nein, definitiv werden wir die Crew nicht auf... Alter, was ist denn los mit der? Wir müssen es versuchen. Es wird schwierig werden und könnte Opfer erfordern. Aber das ist meine Entscheidung. Richtig. Auf Biegen und Brechen, Shepard? So lautet unser Plan? Ja. Ich sehe es als Wahl zwischen Pest und Cholera. Bereit machen. Wunderbar, es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Ja, geil, so muss das sein. Alter. Boah, sie ist unsympathisch, die Alte. Keiner mehr hier. Verschlüsselte Transmission. Der Unbekannte, Shepard. Ich habe von dem Angriff erfahren. Das Ganze ist eine direkte Provokation der Kollektoren und ein Zeichen, dass wir ihnen Angst eingejagt haben. Das ist halt eine Frau. Franzi, Alter. Aber du bist eine Frau. Also, ich kann da nichts gegen sagen. Also, ich kann es nicht bestätigen. Ich kann es aber auch nicht. Ich kann nichts dagegen sagen. Kann ich nicht. Der Verlust ihrer Crew ist eine Katastrophe. Aber sie hat sich in voller Kenntnis der Risiken für diese Mission gemeldet. Miranda hat sich vermutlich für den Aufschub von Rettungsmaßnahmen ausgesprochen, bis sie für den Durchtritt des Omega-4-Portals wirklich bereit sind. Ich weiß, sie würden am liebsten lospreschen, aber blinder Aktionismus würde das Opfer ihrer Crew herabwürdigen. Sobald sie bereit sind, haben sie meine volle Unterstützung. Bringen Sie es zu Ende, Shepard. Niemand außer Ihnen kann es schaffen. Ich weiß... Ich weiß, das heißt jetzt gerade sind nur unsere Leute an Bord. Ist auch gut, ne? Nur unsere Leute. So. Ich würde jetzt ganz gerne diesen Planeten erforschen. Sutur. Sutur ist ein kleiner Wüstenplanet mit hoher Dichte an Sonnennähe. Dichte in Sonnennähe. Seine Stickstoff-Kohlenmonoxid-Atmosphäre ist bis auf wenige Spuren verbrannt, sodass er heute kühler ist als vergleichbare Planeten in anderen Systemen. Rohbauabbau hat sich als lukrativ erwiesen.
da es signifikante Beryllium- und Palladium-Vorkommen gibt. Alter. Da musste er gähnen. So, hohes Aufkommen. Da haben wir was. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sutor, das ist alles schon wieder so nordisch angehaucht hier. Starte Sonde. Oha. Sind bei Iridium. Was bei? Sonde unterwegs. 1 Million. Bin mal gespannt, ob es danach noch weitergeht. Sonde gestartet. Wir haben keine Sonden mehr. Wie ätzend. Wir müssen danach zu Solveig. Unsere Sonden sind weg. Oh. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Unterwegs. Palladium und abgebaut. Sehr gut. Auch wenn es dieses System war. Eisur. Da. Wir gehen erstmal auf den äußersten Ring. Tamgauta, der äußerste Planet des Aizur-Systems, ist abgelegen und größtenteils noch unerforscht. Seine Kohlendioxidatmosphäre ist längst zu trockenen Eisfeldern geworden. Feldern oder Bergen? Das ist wie Berge. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Ist viel auf einem Haufen gerade. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Gestartet. Richtig.
Start. Schauen wir mal die Millionen knacken. Gestartet. Nee. Starte Sonde. Schwierig zu sagen. Er war aber nicht. Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Na, aber was Höheres. War nicht hoch genug. Nicht hoch genug. Sonde gestartet. Aber abgebaut, okay. Dann meckere ich nicht weiter. Nein, 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 nein. So, dann gehen wir auf den Ring. Shear. Shear ist ein abgelegener Gesteinsplanet mit Eiskappen, auf dem Unternehmen wie Arvuna Metalle abbauen. Das Gold aus dem Schilde für Raumschiffe ebenso angefertigt werden wie Schmuck und das Kobalt für den Einsatz in hochfestigen Legierungen dürften auf absehbare Zeit nicht zur Neige gehen. Die geringe Gravitation erleichtert den Abtransport zusätzlich. So, können die Schiffe können schneller abbauen. Sonde gestartet. Ein bisschen Beute an Bord und let's go. Kommen wir hauen ab. Oha, das könnte Sonde gestartet. Fast Richtung Million gehen oder 999.999. Bin gespannt, was das Maximum ist. Und ob das überhaupt erreicht. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Na? Sonde unterwegs. Gespannt. Sonde gestartet. Ist das der letzte? Nee, noch nicht. Sonde unterwegs. So abgebaut. Ich guck weiter. Ich bin so fixiert gerade auf so fixiert gewesen auf den Abbau von diesem einen. Um Iridium, ey. Alformus. Die Helium-3-Betankungsstation des Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Alformus wurde bei einem Angriff von Grow Zero zerstört. Eine Anti-Zuwanderungsterrorgruppe, die keine weiteren Immigranten in Arvuna will. Ein Firmenkonsortium aus Arvuna baut die Station derzeit wieder auf. Hinweis der Allianz. Alformus gilt für die Stabilität der ISO-Systems nicht als unverzichtbar. Zivilisten, die auf den Helium-3-Plattformen beschäftigt sind, sollten im Fall von Entführungen oder anderen Gewaltakten nicht mit militärischer Intervention durch die Allianz rechnen. Nett. Einfach einen Stich gelassen. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs.
Sonde unterwegs. O29, oha. Sonde unterwegs. Da ist das knapp. No, komm, den nehmen wir mit hier. Sonde ich will's jetzt unterwegs. Wissen. Nicht gereicht, okay. Wir gehen den Planeten weiter. In dem Ring scheint nichts zu sein. Nee. Dranen. Dranen ist ein großer Wasserstoff-Stickstoff-Gasgigant, der knapp außerhalb der Frostgrenze seiner schwach geblichenen Sonne liegt und vor allem für seine spektakulären Stürme bekannt ist. Mindestens drei konstant beobachtete Flecken, in Wahrheit zyklonische und antizyklonische Stürme, gibt es seit mehr als 544 Jahren. Also bedeutend länger als den großen roten Fleck auf dem Jupiter. Der größte dieser Flecken, Ishana, hält konstant einen Durchmesser, der dreimal so groß wie die Erde ist. Dranen hat 44 Monde. Zwei davon sind für das Citadel-Komitee für bewohnbare Welten besonders interessant. Das erste davon, Arvuna, ist eine Welt mit eigenem Leben, die bereits kolonisiert wurde. Der zweite, Alaya, wird derzeit von Volus Population zu einer Welt mit Ammoniak-Atmosphäre terraformt. Also verändert. Nett. Warum nicht? Warum nicht? Sonde gestartet. Oh, da ist er. Da ist er, der Letzte. Sonde gestartet. Eine Million geht, Alter, okay. Krass. Okay. Eine Million geht. Gestartet. Starte Sonde. Heftig. Starte Sonde. Immer noch niedrig. Starte Sonde. Gestartet. Ching. Alter. Starte Sonde. Abgebaut. Endlich. Endlich, endlich, endlich. So, dann gehen wir noch einen weiter.